Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IS4IT Heartbeats Podcast. Ich bin Rini Pega. Das hier heute ist eine weitere Folge in unserer Reihe 4 Themen, 4 Experten, 4 Minuten. Heute ist bei mir Björn Rudner. Björn Rudner ist Principal Consultant bei den Themen Governance, Risk, Compliance bei der IS4IT. Björn, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, Rini. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Und zwar, wir sprechen heute über ISMS nach ISO IEC 27001. Was verbirgt sich hinter diesen ganzen Abkürzungen? Kannst du uns hier helfen? Ja, ein ISMS, das ist die Abkürzung für Information Security Management System. Und das reiht sich damit in die Vorgaben von anderen Managementsystemen mit ein. Vielleicht hast du schon mal was von einem Qualitätsmanagement gehört. Mhm. Das ISMS ist etwas sehr Ähnliches, beschäftigt sich aber mit dem Schutz von Informationen. Nochmal als Zusammenfassung, ein Managementsystem beschreibt grundsätzlich immer das Zusammenspiel von Objekten und Regeln, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und im Rahmen von einem ISMS geht es darum, dass Vorgaben für Informationssicherheit definiert werden sollen, um diese zu steuern, zu kontrollieren und aber auch zu verbessern. Die Grundlage für ein ISMS ist die internationale Norm, wie du schon gesagt hast, die ISO IEC 27001. Die legt eine gemeinsame Basis fest, in welchem Umfang Informationen, Daten, Systeme, Personen und so weiter identifiziert werden, wie der Schutzbedarf klassifiziert wird für diese Informationen und für diese Unternehmenswerte und welche Maßnahmen zum Schutz sinnvoll ausgewählt werden. Und an dieser Stelle kommt es dann ganz auf die Organisation an, in welcher Branche diese agiert, welche Kunden bedient werden, welche Rahmenanforderungen herrschen. Ja, wenn es dann zum Beispiel darum geht, die Vertraulichkeit aufrechtzuerhalten oder die Integrität zu gewährleisten oder auch einfach die Verfügbarkeit von Informationen sicherzustellen. Perfekt. Warum also würdest du sagen, dass ein Unternehmen ein ISMS braucht? Ein ISMS steht dafür, dass mithilfe der Angaben aus der Norm relevante Risiken identifiziert werden können und das Schadenspotenzial durch diese Risiken dann durch geeignete Maßnahmen vermindert. Es geht also darum, Schwachstellen in Abläufen oder im Umgang mit Informationen zu identifizieren, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen, IT-Systemen und möglichen Dienstleistern halt einfach mal transparenter darzulegen und somit mittelfristig für mehr Informationssicherheit zu sorgen, aber möglicherweise auch Kosteneinsparungen in den Prozessen haben zu können. Und was bringt einem Unternehmen die Zertifizierung ISO IEC 27001? Eine Zertifizierung auf die internationale Norm 27001 legt dar, dass ein Unternehmen sich mit den entsprechenden Prozessen zur Informationssicherheit und zum Umgang mit den Risiken beschäftigt hat, dass es das geschafft hat, ein Mindestmaß, einen gewissen Reifegrad zu erreichen. Und dieser wird durch die Zertifizierung tatsächlich international anerkannt, vergleichbar und belegbar, sodass dann die Möglichkeit steht, dass man gegenüber Kunden und potenziellen Auftraggebern darlegen kann, dass man sich mit den Themen Informationssicherheit und letztendlich auch Datenschutz in einem ausreichenden Maß beschäftigt hat. Perfekt, super. Björn, ganz lieben Dank für die kurze und knackige und sehr wertvolle Information heute. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Danke auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bye-bye und Servus. Ciao.